Jetzt geht's endlich los. Ihr könnt nicht glauben, wie lange ich auf diesen Tag hier hingefiebert habe. Es ist der erste Skitag der Saison und wir starten mit nichts Geringerem als dem größten Gletscherskigebiet in Österreich. Wir starten auf dem Stubaier Gletscher auf über 3000 Metern. In diesem Video nehmen wir euch mit, zeigen euch die aktuellen Bedingungen hier, zeigen euch, was in den nächsten Tagen hier so ansteht und erleben mit euch tolle Kurven im Schnee. Also nichts wie auf in die Ski. Jawoll! Jetzt geht's endlich los! Endlich wieder eine Handbreit Schnee unter den Füßen. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Das ist einfach der Hammer, wenn man so lange wartet. Jetzt habe ich ja auch schon gesehen, wie ganz viele Ski gefahren sind. Ich glaube, so geht es euch auch. Ja, man sieht diese ganzen Videos, Bilder, ist heiß und es ist noch nicht gestartet für einen selbst. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl hier, es ist jetzt genügend Schnee da, es ist winterlich, genau der richtige Zeitpunkt. Und vor allen Dingen, heute ist es sehr schön leer hier am Stubaier Gletscher. Und jetzt gehen wir mal auf die präparierten Pisten. Ich freue mich. Ja! Gerade erstmal wieder leicht reinkommen, an den Schnee gewöhnen, an den Ski gewöhnen. Aber es macht schon wieder richtig Freude. Zu diesen sonnigen Aufnahmen ein paar Informationen zum Skigebiet. Der Stubaier Gletscher bietet insgesamt 65 Pistenkilometer in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und liegt, wie der Name schon sagt, am Ende des schönen Stubaitals in Tirol, 45 Autominuten von Innsbruck entfernt. Auch eine Anreise mit dem Nachtzug in Kombination mit Skitickets ist möglich, das Angebot verlinke ich euch unten. Durch die Höhenlage bis über 3000 Meter habt ihr hier gute Skiverhältnisse bis in den Mai hinein. Oh ja, oh ja. Geil! Ah, es ist schon wieder so gut. Wieder Platz genommen. Bester Sitz überhaupt. Sessellift hinauf. Und meine Frage an euch ist, wo plant ihr diese Saison Ski zu fahren? Wart ihr vielleicht schon unterwegs? Und seid ihr heiß? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich auf einen zahlreichen oder guten Austausch dazu und bin gespannt, wo es für euch hingeht. Und jetzt fahren wir mal zum Downfield. Ah, der Downferner, ein Traum hier oben. Schöne, breite Pisten zum Carven, das kann man richtig ausnutzen und schön präpariert, sodass du die Schwünge voll durchziehen kannst. Hier einmal Statusbericht, ihr seht es, Downferner, da ist diese Piste geöffnet und links raus an der Downscharte, das ist dieser Lift da drüben, da wird gerade die schwarze Piste präpariert. Und wenn ihr in der nächsten Zeit herkommt, dann sollte diese Piste auch für euch am Start sein. Für uns geht es jetzt rüber in Richtung Eisjoch und dann zum Mittag. Ich freue mich schon drauf.
angekommen oben an der Bergstation vom Eisjochlift. Und wenn ihr hier rausfahrt, habt ihr diesen Ausblick in Richtung Ötztaler Alpen. Und ihr seht da drüben auch den höchsten Berg Tirols, die Wildspitze. Die glänzt da vorne raus. Richtig schön. Eigentlich müsste ich da auch mal eine Skitour hochgehen. Jetzt testen wir mal diese Pisten hier. Auch nochmal eine andere Gletscherpiste. Richtig gut zu fahren. Mega griffiger Schnee. So schöner, frischer Schnee. Ihr seht es ja auch. Das ist alles kalt. Es pulvert richtig auf und ihr könnt durchschießen. Ein Hammer. Ich freue mich so, wieder in den Bergen unterwegs zu sein. Und jetzt geht es für uns mal rüber und zwar drüben an die Bergstation der Eisgratbahn. Ein bisschen den Magen füllen, was Leckeres essen. Gut gestärkt geht's jetzt wieder auf zum Skifahren und aktuell sieht der große Platz hier am Eisgrat noch so aus, doch in den nächsten Tagen wird hier ordentlich aufgetischt und zwar findet hier der größte Skitest, der größte Materialtest der Alpen statt, die Intersport Schneetage. Da könnt ihr, wenn ihr unentschlossen seid, was eure Skiwahl angeht, vielleicht auch die Skischuhe, Skihelm, Skibrille etc., könnt ihr das hier genauer unter die Lupe nehmen. Das Datum ist unten in der Beschreibung aufgeschrieben. Wir packen jetzt die Ski und dann geht's auf mit einer anderen Gondelbahn, nämlich mit der Schaufeljochbahn, sind wir heute noch gar nicht gefahren und schauen uns den großen Funpark an, nämlich den Stubai Zoo. Jetzt sind wir angekommen hier im Stubai Zoo und hier fällt einem immer die Kinnlade runter, wenn man hier oben steht und die ganzen Fahrerinnen und Fahrer beobachtet, wie sie sich über diese riesen Kicker da unten jagen. Also wir reden hier wirklich über die Weltelite, die in den sogenannten Prime Park Sessions hier unterwegs ist. Und in 2 Wochen findet auch der FIS World Cup hier statt im Freeskiing. Also echt eine richtig krasse Geschichte. Das heißt, wenn ihr hier seid, schaut euch das unbedingt an. Hier sind Länder, also Chinesen habe ich gesehen, die Amerikaner sind hier, Kanadier, all over the place. Die ganze Welt ist hier, um ihre Tricks aufs Parkett zu legen. Und die sind nicht mehr normal. Ein paar Aufnahmen dazu, die seht ihr jetzt. Und ich habe mich auch kurz mit David Zehentner unterhalten. Ein paar Fragen, insbesondere wie es ist, wenn man hier oben steht und runter auf die Kicker fährt. Das würde ich nämlich niemals tun. Die Fragen gibt's jetzt. Also früher konnte ich mir auch nie vorstellen, drüber zu fahren. Ich habe ja früher immer zugeschaut, so die ganzen, keine Ahnung, Gaskönner, die Biene Meier und so weiter. Ja, ja. Dachte mir so, Alter, wie kann man nur da drüber fahren? Das denke ich bis heute. Naja, und jetzt ist es halt einfach so, man arbeitet sich da halt hoch und jetzt ist es halt eigentlich gar nichts mehr Besonderes. Also besonders schon, aber ja. Es ist halt nicht mehr so aufregend, weil man weiß, man kann es und man hat es im Griff einfach. Ja, ja. Ich drücke dir die Daumen für den Wettkampf. Bis dann. Ciao. Nutzen wir hier nochmal die letzten Sonnenstrahlen des Tages mit diesem Ausblick. Also hier oben auf über 3000 Metern mit Schnee. Das weckt einfach komplett andere Emotionen. Ich bin froh, dass es jetzt wieder richtig losging. Und für all diejenigen unter euch, die jetzt überlegen, in den nächsten Wochen hier zum Stubaier Gletscher zu fahren, 2 Hinweise. Auf der einen Seite, es gibt online die Möglichkeit, seinen Skipass zu buchen. Und da weise ich euch dringend drauf hin. Und der zweite Punkt ist, wenn ihr mit Kindern unter 10 Jahren unterwegs seid, dann können die Kinder hier am Stubaier Gletscher kostenfrei ihren Skipass bekommen. Finde ich richtig gut, dass die Kids vor allen Dingen auch im Wintersport gefördert werden können. Das Elternteil zahlt, das Kind ist umsonst unter 10 Jahren. Alle weiteren Infos dazu habe ich euch unten auch in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt hoffe ich, dass bei euch genauso wie bei mir die Wintersportstimmung an ist und ihr richtig Lust bekommen habt. Wir sehen uns in den nächsten Wochen häufiger. Es wird viele Wintersportvideos geben. Das nächste Video ist auch direkt hier verlinkt. Ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen.